Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und heute haben wir viel Glück. Und aus diesem Grund möchte ich mich heute mal wieder in die Wüstenmine begeben. Mich natürlich auch gar nicht so lange hier aufhalten. Ich werde mir nur noch ein bisschen Essen craften. Ja, ein paar Omelettes und so. Da können wir mal wieder ein paar gebrauchen. Außerdem, na, gibt es noch irgendwas, das Glück bringt? Ach so, wir können den Bananenpudding endlich herstellen. Damit haben wir auch diesen Erfolg geschafft. Ist auch gar nicht so verkehrt für die Mine jetzt eigentlich. Können wir mal mitnehmen. Ja, Kürbis haben wir derzeit leider nicht. Daher können wir keine Kürbissuppen weiter herstellen. Aber ich werde mal noch ein paar Espressos machen. Man weiß ja nie. Na? So. Was gibt's hier? Linus schenkt uns noch ein Gericht. Das ist sehr nett. Dann werde ich mal alles, was wir da unten in der Mine nicht brauchen, hier in diesem, in dieser Kiste los. Das Essen sortieren wir uns hier schon mal hin. Und wir brauchen natürlich noch ein paar Bomben. Viel habe ich nicht mehr auf Lager. Was bedeutet, dass wir uns vielleicht mal ein bisschen was craften müssten. Vielleicht auch ein bisschen was, ein paar Megabomben. Also, wir brauchen das hier auf jeden Fall. Und Gold. Erzähl mal. Also, ich glaube, wir brauchen mehr von diesen hier. Oh, ich habe fast keine Kohle. Das ist schlecht. Also mehr von den großen Bomben als von den kleinen, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir uns hier noch ein paar von denen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Von der Kohle in der anderen Truhe. Ich wollte mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein paar hinbekommen. Ja. Aber wie gesagt, ist nicht das Wichtigste. Gut, lassen wir das erstmal hier. Dann sollten wir in Vorbereitung dafür vielleicht tatsächlich mal so eine Treppe mitnehmen. Wir werden unterwegs sicherlich auch ein bisschen Stein finden, also mache ich mir jetzt noch keinen Kopf drum. Dann werden wir mal direkt ein Dreifach-Espresso trinken, damit wir ein bisschen schneller werden und uns in die Wüste beamen. Auf geht's. Keine Zeit verlieren heute. Heute will ich auch mal ein bisschen cleverer sein und direkt bevor wir reingehen schon mal unsere Kürbissuppe zu uns nehmen, damit wir direkt mal mit etwas mehr Glück reinstarten. So. Auf geht's. Okay. Direkt mal hier auf so einem Level hier gelandet. Hat jetzt noch nichts gebracht. Und da ist wenigstens schon mal die Leiter. Das ist schon mal etwas. So, diese Level, da muss man immer nur einfach bis zum Ende durchgehen, um einen Durchgang zu finden. Dauert nur leider immer recht lange. Sprengen wir hier mal ein bisschen was. Sehr gut. Und weiter geht's. Hier könnten wir eigentlich direkt mal so eine Megabombe zünden. Ah. Okay. Direkt ein zweiter runter. Hier eigentlich auch. Erwischt hier. Schlecht. Okay. Hoffen wir mal, dass wir heute ordentlich Löcher finden.
Jawohl, da ist schon mal eins. 8 Ebenen, sehr gut. Ach, ja. Na? Bisher ist der Erfolg noch eher mäßig. Auch nix. Leiter. Wieder so ein Level. Ich muss auch das hier gut im Blick behalten hier oben. Die Boni. Cool. Oh, ein Kristallarium. Nicht schlecht. Ja, das findet man nicht alle Tage, ne? Noch ein Loch, 4 Ebenen, okay. Oh, das ist ein Dino. Das ist gut, weil wir Dinos noch ein paar töten müssen. Prähistorisches Schienbein, okay. Da kommt aus der anderen Richtung auch noch mal einer hier. Klar. Das hat jetzt leider nicht so viel gebracht. Geht's? Oh, ein Loch. Perfekt. Rein da. 7 Ebenen. Großartig. Oh Gott. Nicht so großartig ist allerdings, dass wir hier so ein Monster-Level haben. Die kosten immer Zeit. Aber mir fällt gerade ein, ich könnte doch hier einfach mal die Leiter verwenden, oder? Geht das? Aha, Leute. Einfach entkommen. Ich bin gerade ein bisschen langsam geworden, weil mein Kaffee aufgebraucht wurde. Trinken wir erstmal den Kaffee. Dann sehe ich hier schon eine Leiter. Noch was, was wir bekommen. Ein rotes Schleimei. Mhm. Gut, ich meine, es ginge schlimmer sozusagen. Müsste vielleicht mal wieder was essen. Bombe hier. Ja. Mit Loch sogar. Wow. 3 Ebenen. Naja, gut. Das ist eher durchschnittlich. Aber es geht ja zum Glück wenigstens direkt weiter. Auch hier. Sehr erfreulich. Gut, ich spreng hier erstmal. Jawoll. Direkt weiter. Hier könnten wir ja auch mal wieder eine größere Sprengung machen. Ja. Noch ein Schatz. Wow. Was ist das? Ein Regentotem? Naja, gut. Das ist nicht ganz wichtig für uns, ne? Sehr gut, Durchgang gefunden. Oh, da ist ja ein Loch. Sehr gut. 7 Ebenen runter. Boah, Leute. Jetzt läuft's aber, ne? Es ist Level 50. Es ist 13.40 Uhr. Das ist vielleicht die eigentlich wichtige Information daran. Ich will es ja nicht beschreien, aber bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es hier läuft. Das haben wir schon deutlich schlechter gesehen.
noch ist es auf jeden Fall drin, dass wir es schaffen. Hier ist auch wieder ein Loch. Nochmal 5 Ebenen runter. Mann, Mann, Mann. Mein lieber Mann. Heute läuft's. Zumindest bisher. Na? Wie lange gilt unser Bonus noch? 1,5 Minuten? Okay. Machen wir was draus, würde ich sagen. Leider ein bisschen was von der Sprengung mit abbekommen. Setzen wir hier mal diese Bombe ein. Okay, hier oben ist auf jeden Fall ein Durchgang. Den hatte ich vorher natürlich noch nicht gesehen. Aber hier geht's direkt weiter. Ach, komm schon. Jawohl, das nächste Loch. Sehr gut. 6 Ebenen runter. Es ist ein prähistorisches Level. Level 64. Gut, wir sind einigermaßen gut vorbereitet, würde ich mal behaupten. Hier sind ein paar Dinos, okay. Einen nach dem anderen, würde ich sagen. Oh, scheiße, eben sind mit Feuer beschießen, ist immer sehr schlecht. Das war mein Monsterjagdziel übrigens. Nur mal so. Falls es jemanden interessiert. Okay. Jetzt muss ich aber schleunigst mal was essen hier. Uiuiuiui. Ganz schön niedergemacht worden hier. Okay. Nächster Dinos. Komm, das hast du auch schon mal besser hinbekommen. Okay, den haben wir. Jawohl, Weg nach unten hat sich geöffnet. Hier ist allerdings auch noch mal ein bisschen Kohle. Und ein Dino-Ei. Das nehmen wir noch mit. Und unser Bonus ist aufgebraucht. Wir haben keine Kürbissuppe mehr. Intus, das heißt, ja, wieder aufgefüllt. Oh, scheiße, jetzt kommt noch einer von denen hier wieder hinterher. Gut, wir haben es geschafft. Huh. Schön eine große Bombe hier zünden. Das ist ordentlich was im Umkreis. Ich müsste vielleicht mal wieder ein paar Bomben nachmachen. Ne? Wobei, wir haben... Noch ist es kein Problem. Sag ich mal, noch haben wir ja. Sobald wir irgendwann nichts mehr haben, werde ich natürlich welche nachcraften. Ah Gott. Jetzt kommt man hier wieder da hinterher. Schnell noch ein Omelette. Aber cool, dass wir das Dino-Ziel erfüllt haben nebenbei. Ne? Wir sind wieder langsamer geworden. Dreifach Espresso hinterher. Mal uns aus dem Weg gehen hier. Ja, und da ist ein Loch. Perfekt. Reinspringen. Nochmal 7 Ebenen runter. Level 73. Noch ein Loch. Direkt hinterher. Das ist ja der Hammer. Nochmal 5 Ebenen. Großartig. Jetzt müssen wir mal dringend was essen. Wir haben hier wieder so ein Level, wo wir mal wieder so eine Megabombe zünden können. Ach Gott, Leute, da ist ja noch. Da ist ja ein Loch. Was will ich denn noch mehr, ne? 3 Ebenen runter. Oh, perfekt. Geht direkt weiter. Oh, ein Loch und eine Leiter. Großartig. Wir springen wieder. 6 Ebenen runter. Wir sind jetzt auf Level 89. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so weit waren.
Level 90. Ich glaube, da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Also egal, wie das heute ausgeht, wir haben auf jeden Fall einen neuen Rekord geschafft. Ach, kommt schon. Es geht weiter. Und vor allem haben wir erst 18:30, wisst ihr? Also wir könnten sogar noch viel weiter. Oh mein Gott, es geht weiter runter. Heute sieht's wirklich gut aus. Was ja wirklich mal eine sehr erfreuliche Nachricht ist, ne? Endlich klappt's. Ein Loch! Immer, was ist denn heute los, Leute? 5 Ebenen runter wieder. Level 97. Oh, wir sind so nah dran. Also wenn wir es heute nicht schaffen, Leute, dann weiß ich auch nicht mehr. Das Einzige, was uns jetzt auch passieren kann, dass wir irgendwie überraschend sterben. Also mal schleunigst hier was zu uns nehmen, würde ich sagen. Oh, den konnte ich schon nicht mehr aufnehmen. Ja, also Harz ist natürlich nicht so wichtig. Ja, lass uns mal hier springen. Wieder mal ein willkürlich gewählter Ort. Und wieder geht's runter. Krass. 3 Ebenen. Level 100! So, so, so. Du hast es also geschafft. Komm näher. Los, sei nicht schüchtern. Was ist denn das hier? Sind das Schlangen oder was ist hier los? Ich habe gehört, dass du heute versucht hast, tief in diese Höhlen einzutauchen. Ich musste das mit eigenen Augen sehen. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Du hast meine Prüfung mit Bravour gemeistert, Kid. Mir gefällt, dass du dich herausgefordert hast und auf ehrenvolle Art und Weise hier herabgekommen bist. Du hättest schließlich auch alle Ebenen überspringen können, indem du Treppen gebaut hättest. Das zeigt mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Kid. Du hast Prinzipien. Du verstehst, wie wichtig es ist, dass du dich herausforderst und dir selbst hohe Ansprüche setzt, auch wenn niemand zusieht. Deswegen bist du etwas ganz Besonderes, Kid. Du gehst mit gutem Beispiel voran, das gefällt mir. Ach, ne? Gut, geh jetzt zum Tisch und trinke die besondere Milch, die ich für dich vorbereitet habe. Was ist das denn jetzt wieder? Es ist Iridium-Schlangenmilch. Ein ordentlicher Schluck und du wirst noch kräftiger. Aha. Was bedeutet das? Sie schmeckt widerlich und fühlt sich im Mund noch schlimmer an. Aber damit wird deine Gesundheit dauerhaft um 25 erhöht? Na, das ist doch mal was wert. Viel Glück da draußen, Kid. Okay, und weg ist er wieder. Ja, würde ich sagen, wir gehen einfach noch ein bisschen weiter, wenn wir schon mal gerade hier sind. Wer hätte gedacht, dass wir es dann echt bis 19 Uhr schaffen? Ich dachte immer, wir schaffen es dann irgendwie kurz vor 2 Uhr dann irgendwann mal darunter. Aber jetzt haben wir noch Stunden Zeit hier. Oh mein Gott. Herrlich. Ein hervorragender Tag, muss ich sagen. Es hätte nicht besser laufen können. Naja, aber das heißt natürlich auch, dass wir jetzt hier keine Eile mehr haben. Klar, könnten wir jetzt sagen, wir schauen mal, wie weit wir überhaupt runterkommen. Wobei, jetzt wo ich es ausspreche, ist durchaus ein Ziel wert, würde ich sagen. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir hier und da noch ein paar prismatische Scherben. Das ist sowieso bemerkenswert, dass wir bei all dem Glück, das wir heute hatten, keine prismatischen Scherben gefunden haben, ne? Naja. Nochmal ein paar Level runter. Ich hatte gerade keinen Bock auf dieses Schlangenvieh. Ja. Ja, einmal sprengen. Aha, was schmeiße ich denn jetzt hier weg? Von all den vielen schönen Sachen, die ich habe? Weißalge, würde ich sagen. Ja, hier ein bisschen
hole. Das können wir ja noch machen. Dann werde ich hier, glaube ich, nochmal was sprengen. Wieder ein Loch. Oh, Moment mal. Ich bin fast tot. Ich sollte vielleicht mal was essen, ne? Okay, und mein Speed-Bonus ist fast weg. Ja, gleich noch ein Dreifach-Espresso hinterher. Okay. 7 Ebenen nochmal. Wow. Jetzt kann der gute Hans irgendwie gar nicht mehr genug davon bekommen, ne? Wir haben wieder ein Loch gefunden. Das gibt's ja nicht. Was ist denn heute los, Leute? Erst rackert man sich hier einen ab. Über Wochen sozusagen. Kommt auf keinen grünen Zweig und dann auf einmal kriegt man die Dinger hinterhergeschmissen. Total verrückt. Naja, das sind einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen, ne? Ach, komm schon aus dem Weg. Bombe zünden. Oh, gerade sage ich es hier. Da gibt's ja die prismatische Scherbe. Immerhin. Das hat jetzt mal geklappt. Sehr cool. Oder oben ist noch einmal Rubin. Tja, nur der Durchgang hatte ich jetzt noch bisher noch nicht gefunden. Hier ist er. Ein Loch für uns. Level 131 und es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Okay. Ich muss mal dringend was essen. Wir haben hier zum Glück noch eine Kaktusfrucht. Aber allmählich wird's knapp. Wir haben nicht mehr viel zu essen. Gut, wir hätten noch den Farn für den Fall der Fälle. Das kann man nicht essen. Der Bananenpudding ist noch da. Ja. Nicht mehr viel. Naja, gehen wir einfach direkt weiter runter. Ja, unser Glück ist gerade hier abgehauen, deswegen geht es jetzt auf einmal ein bisschen langsamer voran. Aber ich meine, es ist auch 1.10 Uhr, ne? Also, das hat eigentlich ganz gut gehalten und wir haben sogar nochmal 2 Löcher bekommen, das gibt's ja nicht. Nochmal 7 Ebenen runter. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Naja, aber ich würde sagen, es ist jetzt trotzdem auch mal Zeit, dass wir langsam nach Hause zurückkehren. 1.30 Uhr. Ne, es wird jetzt allmählich schon unwahrscheinlich, dass wir es noch ins Bett schaffen. Ich hätte vielleicht noch einen Teleport-Tote mitnehmen sollen.
Aber meine Güte, Leute, ich hab's geschafft. Level 100 in der Wüstenmine, sogar noch viel weiter. Über Level 140 haben wir es ja geschafft. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hatte schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass ich das nochmal irgendwann schaffen würde. Insofern, was für ein geniales Ergebnis. Ist ja echt der Hammer. So, ich glaube nicht, dass wir es ins Bett schaffen. Wir schaffen es vielleicht bis kurz vors Bett, ja. Puh! Unfassbar. Unfassbar. Ja, verkauft haben wir heute nichts. Das ist in Ordnung. Wir haben ja auch ein bisschen was hier eingesammelt, wenn auch nicht viel, aber ey. Heißt natürlich auch, in die Wüstenmine muss ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Höchstens, um vielleicht irgendwann nochmal prismatische Scherben zu bekommen. Ja, da sind die Geister jetzt heute direkt verstört. Sehr, sehr cool. Ja, ich verkaufe jetzt... Moment, das nicht. Ich verkaufe hier ein paar Sachen. Vielleicht auch mal diese prismatische Scherbe zur Feier des Tages. Die Hasenpfote auf jeden Fall. Das hier. Ja. Ja, eine Smaragd auf jeden Fall. Ja. Und dann werde ich ansonsten hier die Sachen jetzt mal ein bisschen sortieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, wie viel Geld ich dann habe. Mal sehen, was dann so ansteht. Bis dann, macht's gut, eure Miri.